Einer der Hauptveranstalter der Demonstration heute, Michael Müller, bitteschön. Liebe Freunde der Vernunft, wir sind hier nicht nur, weil wir aus der Kohle aussteigen wollen, sondern weil wir das fossile Zeitalter endgültig beenden müssen. Das ist eine Frage der Vernunft. Wir leben zwar in einem Land des Friedens, in dem Frieden herrscht, aber wir sind dennoch mitverantwortlich für eine Gewalt, die unsere Welt unbewohnbar macht. Wir sind mitverantwortlich, dass in Zukunft eben kein Friede auf Erden herrscht, sondern Verteilungskampf und Auseinandersetzungen um lebensfähige Regionen. Deshalb sind wir hier, um zu verhindern, dass die Wetterextreme zunehmen, dass die Wüsten wachsen, dass Polkappen schmelzen, dass ganze Länder überflutet werden und die Ernährungskrisen noch größer werden. Es gibt keinen anderen Maßstab an die Kommission als der, dass es um Klimaschutz geht und nicht um Poker kurzfristiger Interessen. Seit 30 Jahren sind die Gefahren der Erderwärmung öffentlich bekannt. Der Klimawandel ist das Virus, das die Menschheit in die ökologische Selbstvernichtung treibt. Quasi ist die Naturvergessenheit ein Krieg mit der Zukunft. Dennoch nimmt der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln immer weiter zu. Auch die deutsche Klimapolitik verliert ihre Glaubwürdigkeit. 1990 hat der Bundestag eine globale Erwärmungsobergrenze von 1,5 Grad Celsius festgelegt. Im ersten Schritt sollten die Treibhausgase in den alten Bundesländern um mindestens 30% bis zum Jahre 2005 reduziert werden, in ganz Deutschland um einen sehr viel höheren Wert. Tatsächlich steigen die Treibhausgase auch in unserem Land wieder an. Das ist ein Skandal. International hat der UN-Erdgipfel 1992 einstimmig den Klimarahmenvertrag beschlossen. Seit dieser Zeit haben sich die globalen Kohlendioxidemissionen verdoppelt. Auch der Pariser Klimavertrag von 2015 reicht bei weitem nicht aus. Die dortigen Selbstverpflichtungen, und wir wissen, was wir von Selbstverpflichtungen zu halten haben, würden zu einer Erwärmung von knapp 3 Grad führen, also weit weg von dem notwendigen Ziel. Deshalb, es muss Schluss sein mit der Lüge von der unbegrenzten Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen. Wir dürfen nicht länger warten für eine Wende. Wir müssen Schluss machen mit der totalen Wachstumsfixierung. Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika geschrieben, das Ende des Lebens ist vorstellbar geworden. Mit der rücksichtslosen Ausbeutung der Natur läuft der Mensch Gefahr, eben nicht nur die Natur zerstören, sondern vor allem selbst zum Opfer der Zerstörung zu werden. Wir sind deshalb nicht hier, weil wir wollen, dass die Kohlekommission scheitert. Aber wir sind hier, weil uns der Klimawandel so wichtig ist, dass wir auf jeden Fall bekämpfen, wenn weiterhin Gier, Verachtung der Schöpfung und Egoismus die Maßstäbe für Entscheidungen sind. Wie wir mit dem Klimawandel umgehen,
entscheidet, ob unser Jahrhundert zu einem Jahrhundert der Gewalt und der Zerstörung wird oder, was wir wollen, ob der ökologische Kolonialismus endlich beendet wird, der schon heute die ärmsten Weltregionen und künftige Generationen trifft. Wir wollen keine Kohlekommission, die nur mit sich selbst beschäftigt. Wir wollen eine Kohlekommission, die bis zum Jahre 2030 raus ist aus der Verbrennung von Kohlenstoff. Dies ist die strategische Frage und sie gilt im Übrigen nicht nur für die Kohle. Sie gilt auch für Gas und Öl. Sie gilt auch für die Agrarwende und für vieles andere mehr. Auf dieser Basis sagen wir, wir werden alles unterstützen, was einen sozial-ökologischen Strukturwandel auch in den Braunkohlerevieren ermöglicht. Soziale Ungleichheit und ökologische Verantwortungslosigkeit sind zwei Seiten eines falschen, eines dummen, eines kurzsichtigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Deshalb, wir wollen den Menschen in der Kohleregion helfen, aber nur auf der Basis des schnellen Ausstiegs. Es ist aus unserer Sicht völlig falsch, dass die Bundesregierung kein Programm für Arbeit und Umwelt vorschlägt. Sie hatte angeblich eine freie Spitze von 45 Milliarden Euro. Warum ist dieses Geld nicht zum großen Teil in den ökologischen Umbau unseres Landes geflossen? Wir verstehen das nicht. Also, wir brauchen eine Kohlewende, eine Energiewende, eine Verkehrswende. Es ist ein Skandal, dass die Vorstadtpanzer-SUV im letzten Jahr die Autos waren, die die höchsten Zuwachsraten in Deutschland hatten. Wir kritisieren eine Landwirtschaftspolitik, die wenig zum Schutz der Böden und gar nicht zum Schutz der biologischen Vielfalt tut. Deshalb, wir sind hier, weil wir sagen, es muss Schluss sein mit halbherzigem Handeln, mit folgenlosen Beschlüssen und unanständiger und unmoralischer Interessenpolitik. Wir haben nicht mehr viel Zeit, eine Klimakatastrophe zu verhindern. Wir brauchen den schnellen Ausstieg aus der Kohlekommission. Warum gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie nicht endlich ernst genommen werden? Vielen Dank, Michael Müller.